Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Senilia, ich grüße dich. Es ist zwar nicht dein Jahreshoroskop, sondern das ist der Horoskop von deinen älteren Tochter. Und wir schauen an, was bei ihr alles auslöst, die Bewegung, Sonne, Mond und die Planeten. Dieses Bild, was du hier siehst, ist ihr Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das heißt, so war die Sternenhimmel über sie in dem Augenblick, wo sie geboren ist, wann sie geboren ist. Und dieses Bild ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist ihr Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten stehen, die sind die wichtigsten Lebensbereiche in ihrem Leben. Das ist ihr Selbstwertgefühl, Besitz, Finanzen, ihr Zuhause, ihr Herkunft, ihr Kindheit, später ihren Kinder, Enkelkinder, dann Arbeit, Alltag, Gesundheit, Liebe, Partnerschaft, das Loslassen, Freundschaften, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen und die Geheimnisse des Lebens. Dieses Bild bleibt. Was aber ändert, das ist sie. Und wir bewegen uns immer in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns in anderen Boden. Wir haben anderen Einflüsse, anderen Lebensaufgabe, anderen Themen sind wichtig. Sie befindet sich gerade im Jungfrau-Periode. Und das heißt Reinigungsprozess, Heilung. Jetzt handelt es sich nicht um Krankheiten, sondern bestimmten Themen. Heilung bringen, klären, bereinigen. Ordnung. Ordnung ist jetzt für sie sehr wichtig. Im 21. Lebensjahr übergeht dann in Zeit der Waage und das wird dann wichtiger Thema sein, Liebe, Partnerschaft. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und das löst etwas im Horoskop aus, diese Art von Bewegung, das nennt man auch Transit. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen, scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Erstmal die beiden Mondknoten, Ketu und Rahu, die bewegen sie sich auch. Und dieses Jahr und Jahr 2020 bewegt sich die absteigende Mondknoten, Ketu, was alten karmischen Themen aktiviert im Schütze. Genau dort, wo im Geburtshoroskop auch ist. Und Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele sucht, dieser Drachenkopf bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Zwillingen.
genau dort, wo in ihrem Geburtshoroskop auch ist. Also ich lasse den beiden Mondknoten hier im Schütze und Zwilling, weil das ist wie eine wiederkehrende, also das heißt, die karmischen Themen wiederkehren sich bei ihr gerade. Und wir starten jetzt Mai 2019. Sonne befindet sich Anfang der Monat noch im Widder, dann übergeht im Stier, aber ich setze noch zum Widder und das zeigt die Monatsthemen hier im Widder. Das ist Neuanfang, Neuorientierung, Kraft und Mut. Und das, was sie gerade beherzigen soll, dann übergeht auf den Stier, dann kommen andere Themen. Uranus ist auch im Widder und das heißt, hier kommen Veränderungen. Und Uranus bleibt nach indischen Berechnungen noch einigen Jahren im Widder und das ist für sie Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut in die Öffentlichkeit sein oder sich behaupten, Neuorientierung beruflich. Hier ist Uranus. Mars setzt etwas in Bewegung, hat auch in Verbindung zum Auto und Sport, alles was in Bewegung ist. Es ist eine männliche Energie, wir Frauen haben das auch, weil mit dieser Mars-Energie setzen wir durch im Leben. Und das ist im Stier, Mars ist im Stier. Mars bedeutet auch ein Mann. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Bei dieser Bewegung heißt das männlichen Person oder Personen. Das kann ein guter Freund sein oder ein Beamter, kann auch jemand sein von Verwandtschaft. Also kann auch natürlich der Partner auch sein. Hier im Stier sind Thema Besitz, Finanzen. Da kann sie ihre Kraft einsetzen oder hat eine Begegnung im Freundeskreis mit einer männlichen Person, bedeutet aber auch sich durchsetzen gegen Freunde. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig und das bremst ein bisschen, damit wir nichts übertreiben. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft karmischen Themen. Und Jupiter ist hier in Skorpion, aktiviert natürlich ihren Gefühlen. Skorpion hat mit unseren Gefühlen was zu tun und Themen die Kindheit. Jupiter ist gerade rückläufig, das ist ein Rückblick in die Vergangenheit. Wie ich schon sagte, oft ist es auch karmischen Themen. Saturn ist der Schicksalsplanet und hat einen großen Einfluss auf unserem Schicksal. Saturn belehrt uns und hütet den Karma. Saturn ist auch rückläufig und diese Rückläufigkeit bremst etwas. Und hier ist auch ein Rückblick an die Vergangenheit. Oft sind das karmische Themen. Saturn ist im Schütze. Nicht nur Saturn, sondern auch Pluto. Beide ist hier im Schütze. Saturn und Pluto. Und beide befindet sich gerade hier in diesem Knoten. Und das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und hier kommen die karmischen Erinnerungen. Saturn belehrt, Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Bestimme deine berufliche Richtung, setze Ziele und alles andere musst du loslassen. Neptun ist im Wassermann,
Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Wenn wir das nicht glauben und platzt ein Traum, dann fühlen wir uns enttäuscht oder sind wir frustriert. Und das kann natürlich Neptun auch zeigen. Und hier ist diese Erneuerungsprozesse hier im achten Lebensbereich. Aktiviert ihr Geburtsvenus. Und das ist ihr Weiblichkeit oder Thema Liebe. Merkur und Venus ist in Fischen. Natürlich kommt die Fischenenergie dazu, auf die Gefühle achten, ohne Verlustangst, im Vertrauen bleiben, Vertrauen an die Liebe. Merkur zeigt das in die Wissen, das Lernen auch, das ist eine innere Reise. Aber möglich ist hier auch Gespräche im Ausland mit einer weiblichen Person. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir auch. Und das im Steinbock und das ist hier ist Thema Liebe, Partnerschaft. Entweder zweifelt sie daran oder sie das Gefühl hat, sie bekommt diese Liebe oder diese Anerkennung nicht. Eine gewisse Spannung in diesem Tag. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Stierthemen, das ist Besitz, Finanzen. Bei Merkur lernen wir das oder handelt sich um Verträge oder Gespräche. Und bei ihr wirkt das im 11. Lebensbereich. Entweder sind das ihre Wünsche oder gibt es Gespräche im Freundeskreis. Und damit will sie andere beeindrucken. Mars ist in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass sie kraftlos fühlt und soll sie sich zurückziehen. In Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass sie ein Geheimnis hat und das hat mit diesem Mann zu tun. Mars ist der Mann. Kann auch bedeuten, dass sie geheime Feinde hat und sie muss sich hier behaupten und sich durchsetzen. Und Venus befindet sich im Widder. Und das kann bedeuten, dass sie dieses Bedürfnis hat, als Frau wahrgenommen zu werden. Kann auch bedeuten, dass sie kreativ ist und das möchte sie in Öffentlichkeit bringen. Oder orientiert sich beruflich neu und hier hat Kontakt mit einer oder mehreren Frauen. Bei Venusbewegung kann das auch anderen Frauen auch sein. 22. Juni ist Neptun rückläufig hier. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder das wird noch gebremst, weil das ist noch nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Oder kommen die Erinnerungen. Bei Neptun-Energie handelt es sich um Kreativität, unsere Fantasie, unsere Träume, unsere Visionen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation hier im Stier über Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen, Besitz. Aber auch loslassen, Stier neigt dazu, etwas festzuhalten, das ist auch nicht immer gut. Und Themen Freundschaften, eventuell ihre Wünsche. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet Spannung hier im Löwe. Entweder bekommt zu wenig Wertschätzung oder handelt sich um Finanzen. In diesem Tag ist auch nicht gut, Großeinkauf machen
oder einen Vertrag unterschreiben, womit Finanzen was zu tun hat, weil besteht die Gefahr, dass das Geld verloren geht oder machen wir Verlust. Es ist Spannung. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Thema wird beleuchtet. Vollmond beleuchtet etwas und zeigt, schau genau hin, das sind die Gefühle und die Kindheit oder die Lebensfreude. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, da ist wieder Spannung. Dann stellt man die Frage, woran glaube ich, soll ich das überhaupt glauben? Man zweifelt an etwas. In diesem Monat ist Saturn, Pluto und Mondknoten ist eine Konjunktion, das heißt, die wirken zusammen und hier kommen die alten karmischen Erinnerungen, löst was aus, das hat entweder mit Reisen oder Ausland was zu tun oder den Alltag, Arbeit, Gesundheit. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist die Zwillinge, das heißt Leichtigkeit oder Neuigkeiten, etwas spielerisch betrachten oder die Liebe spielerisch wahrnehmen. Hier sind die Geheimnisse auch und das kann bedeuten, dass sie hat ihre Geheimnisse über Liebe. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihre Geheimnisse, aber wenn sie ihren Geheimnisse an einen Freundin erzählt, dann kann das passieren, dass das weitergetratscht wird, weil die Sonne bringt das ins Licht. Hier sind auch die geheime Feinde. Das ist natürlich auch möglich, dass hier eine Freundin ist und sie erkennt das auch, dass sie nicht ehrlich zu ihr sind. Merkur Mars ist im Krebs. Mars ist ihre Kraft, dass sie Kraft zeigt oder Kraft zeigen soll, sich zu behaupten, etwas auch ansprechen. Mars kann auch Sportbewegung sein, dass sie auf ihr Körper achtet. Die ersten Lebensbereich hat auch mit unserem Körper auch was zu tun. Oder eine männliche Person sucht die Gespräche zu ihr und das ist was Persönliches. 8. Juli wird Merkur rückläufig hier und das sind alte Themen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder wird etwas besprochen, das was mit der Vergangenheit was zu tun hat, kann auch bedeuten, man verschluckt die Worte und kann das nicht sagen, was man eigentlich sagen möchte. Besonders bei Krebs würde das auch Rückzug bedeuten. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit und hier im 12. Lebensbereich ist das wirklich wichtig, die Ursache nach etwas zu erkennen. Warum ist es so? Auch die geheime Feinde auch mal sehen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist Spannung mit Verwandten oder mit Konkurrenten, Rivalinnen oder durch Kommunikation, Austausch von Informationen. 16. Juli ist Vollmond im Schütze. Gleichzeitig ist das ein Mondfinsternis und das hat immer mit karmischen Themen was zu tun, wieder hier im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, Spannung im Reisen, Ausland oder an inneren Reise, auch die Glauben, diese Muster, woran glaube ich, soll ich das überhaupt oder lieber aufgeben, eine gewisse Zweifel löst es aus und hier im Fischen natürlich hat das auch einen Einfluss auf unsere Gefühle. August.
Merkur ist in Zwillingen. Also die Rückläufigkeit bedeutet, kehrt wieder zurück in die Zwillinge. Und das sind Geheimnisse. Entweder sie soll schweigen oder anderen erzählen ihren Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass sie geheime Feinde hat und sie reden hinter ihren Rücken. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Das zeigt ihre Persönlichkeit, ihre Ausstrahlung. Sie wird auch als Frau wahrgenommen. Mars, Venus hat auch mit Liebe was zu tun. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier kommt etwas in Bewegung, eine Vorwärtsbewegung. Und das erlebt sie als Kind. Und ich würde sagen, da verbessert sich auch der Kontakt zu dir. 12. August wird Uranus rückläufig und das ist hier. Und wenn sie das vorhat, etwas in die Öffentlichkeit zu bringen oder ihren Berufung leben, dann soll sie das noch nachdenklich sein. Kommt vieles in Erinnerungen, kann auch bedeuten, dass das alles ein bisschen gebremst ist, diese Veränderungen, was Uranus auslöst. 1. August ist Neumond im Krebs, das heißt, hier ist besser, wenn sie zurückhaltend ist. 7. August ist Halbmond im Waage, eine Spannung zu Hause. 15. August ist Vollmond im Steinbock, das beleuchtet Thema Liebe, Partnerschaft. 23. August ist Halbmond im Widder, hier ganz oben. In diesem Tag hat sie das Gefühl, sie steht nicht im Mittelpunkt, sie wird übersehen, das macht sie ein bisschen unsicher. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier, das ist die Nachdenklichkeit und hier wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist das Herz der Löwen, einer königlichen Stern. Und hier ist die Besitz auch. Was soll sie in Besitz nehmen? Was ist ein Herzensangelegenheit? Ihre Berufung, ihre Hobby oder Freundschaften oder die Liebe. Das sind alles wertvoll. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist hier im Löwe. Und das heißt, hier sind Thema Werten, Wertschätzung, Besitz, Finanzen und aktiviert ihr Mond, weil Mond ist in ihrem Geburtshoroskop hier im Löwe, wird auch aktiviert. Und das sind Mutterthemen oder ihren Gefühlen, die Unbewussten wird hier aktiviert. 19. September wird Saturn direktläufig und das hat einen großen Einfluss auf unser Leben, weil Saturn beeinflusst unser Schicksal. Und wenn die Richtung ändert, dann ändert sich schicksalhaft etwas und das erlebt sich hier im Schütze, im 6. Lebensbereich. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung, was die Liebe Lebensfreude, natürlich kann das auch die Liebe sein, die Intimität oder mit inneren Kind, Kindheit, Kindheitserinnerungen sein. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Thema Loslassen, das sind wichtige Themen. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden oder wenn sie Wünsche hat in diesem Tag, fängt an daran zum Zweifeln. Kann auch bedeuten, dass eine Freundin sagt, oh, lass das bleiben, das klappt eh nicht und das macht auch unsicher. 28. September ist Neumond im Löwe. Sie soll das Geld zurückhalten, überlegen, wie was kauft sie überhaupt, lohnt sich das, ist das für sie wertvoll. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau.
Mars, Venus hat natürlich mit Liebe was zu tun. Sonne ist die Monatsthema und hier etwas in Ordnung zu bringen, das wäre Jungfrau, oder sich zu behaupten gegen Rivalinnen, Konkurrenten, das ist schon die Schule des Lebens. Kann natürlich auch Schulungen auch bedeuten. Oder Kontakte mit Verwandten, kleinere Veränderungen. Merkur ist im Waage. Und das kann bedeuten, dass sie zu Hause ist und lernt etwas oder liest ein gutes Buch, kann auch Verträgen auch bedeuten und das hat mit Einrichtung was zu tun oder in Wohnsituation oder Gespräche über die Wohnort. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung im Alltag, Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, Thema Reise wird hier beläutet, das kann auch eine innere Reise sein. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, Spannung, da ist wichtig die Rückzug, zum Ruhe kommen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, wäre besser zurückhaltend sein, auch bei Geschwistern oder Verwandten oder etwas lernen, aber im Rückzug. November. Mars bleibt noch im Jungfrau. Das bedeutet auch die Kraft, sich zu behaupten, sich zum Durchsetzen gegen Geschwister oder Konkurrenten oder eine männliche Person begegnet sie in einer Schulung. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist ihre Wohnsituation und Merkur, Venus ist im Skorpion, Gesprächen mit Geschwistern oder über Kindheit, kann auch die Kreativität bedeuten. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit von Merkur bedeutet, dass die Verhandlungen oder die Termine verspäten sich, das bremst etwas oder Gespräche über die Vergangenheit oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und kommt eine Nachricht. Ab 21. November ändert sich Merkur, die Richtung wird wieder direktläufig, dann bewegt sich alles und geht alles voran. 28. November wird Neptun direktläufig und all das, was sie vorstellt, wovon sie träumt, kommt in Bewegung, das wird was, vorausgesetzt ist, sie glaubt daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung in die Liebe, Partnerschaft oder kann auch bedeuten, die zweifelt daran. 12. November ist Vollmond im Widder, die Bedürfnis nach Anerkennung, Ansehen, sie wird auch wahrgenommen. 19. November ist Halbmond im Krebs, das kann bedeuten, die ist unsicher oder anderen nerven sie und das bringt aus dem Gleichgewicht, also verspürt eine gewisse innere Unruhe. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug zu Hause sein oder nachdenklich über die Wohnsituation. Dezember. Jupiter und Venus ist im Schütze. Jupiter bleibt ganzes Jahr hier im Schütze, bringt Chancen, Möglichkeiten, Glück auch. Und das hat einen Einfluss auf die berufliche Situation. Hier die Venus-Energie im Beruflichen zeigt entweder die Kreativität oder Glück oder anderen Frauen die Verbindung zum anderen Kolleginnen oder treffen mit Freundinnen und sprechen über die berufliche Situation. Mars und Merkur ist im Waage. Gesprächen über Herkunft oder über die Wohnsituation
Und da spielt eine männliche Person eine Rolle, oder das ist ihre Kraft und versucht sie sich da durchsetzen. Und die Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist ihren Gefühlen transformieren und die Kindheit oder Thema Kind, wenn sie das vorhat, aber das im jungen Jahren glaube ich nicht, dass die Familien gründen möchte. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Das ist eine gewisse Spannung, die Neigung, etwas festzuhalten, nicht loslassen wollen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Thema Wünsche, Sehnsüchte wird beläutet oder die Freundschaften, eventuell die Stierthemen, wie das Leben genießen, die Ruhe kommen oder etwas in Besitz nehmen oder Finanzen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier ist die Spannung, was die Werte betrifft, Selbstwertgefühl oder Finanzen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, nachdenklich sein über die berufliche Zukunft. Januar 2020. Sonne und Merkur ist im Schütze, Gesprächen über die Arbeit, vielleicht Terminen oder Arbeitsvertrag, kann auch Arzttermin sein, immerhin im 6. Lebensbereich ist auch Themen Gesundheit. Mars ist im Skorpion. Entweder zeigt sich hier Kraft und setzt sich ein, das kann auch die Kreativität sein, oder die Begegnung mit einer männlichen Person und diese Lebensfreude genießen. Venus ist im Steinbock, hat einen Einfluss auf die Liebesleben. Hier ist Liebe Partnerschaft. Februar 2020. Mars bleibt in Skorpion, Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft oder Zielerreichung. Steinbock symbolisiert Zielerreichung und Merkur, Venus ist im Wassermann. Das sind Gespräche mit anderen Frauen über Intimität oder etwas loslassen, die sind Erneuerungsprozesse, vielleicht Eindrücke von anderen, wenn das um ihre Weiblichkeit geht, darüber Gespräche, welches Kleid steht mir gut oder wie soll ich mich bewegen oder verhalten als Frau, solchen Themen kann das auslösen. März 2020. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang hier im Steinbock. Und das aktiviert Thema Partnerschaft oder bei Steinbock Energie kann auch Themen sein wie Ziele setzen, geduldig zu sein, das nicht aufgeben. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Loslassen. Bei Merkur-Energie kann das Lernen bedeuten, lernen einiges loslassen im Leben. Und Venus befindet sich im Widder. Und das sind die Bedürfnisse, als Frau wahrgenommen zu sein oder mit anderen Frauen oder Frauen treffen in die Öffentlichkeit. April 2020. Mars
übergeht hier im Stein, im Schütze, hat einen Einfluss auf die Arbeit und Sonne, Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Reisen oder Bildung, das kann auch Schulungen bedeuten, passt auch ganz gut zum Merkur-Energie. Mars habe ich schon und Venus ist im Stier. Das sind die Wünsche, ihre Weiblichkeit zum Leben oder die Sehnsüchte, Wünsche nach Liebe. Aber kann auch bedeuten Freundschaften mit einer weiblichen Person. Und Pluto Saturn ist hier, bleibt im Steinbock. Genau. Liebe Senilia, so könnte ich dieses Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für deine Treue. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir und auch deiner Töchter alles Gute, alles Liebe von Dendera.